Okay, Sie können die Kalaschnikow jetzt runternehmen, ich sag das. Entschuldige, Jean-Claude. Hi, mein Name ist Eckhard Belle und ich bin unter anderem die Stimme von Steven Seagal. Hey Jean-Claude, du alte Spagattunte. Wenn ich dich in die Finger kriege, reiß ich dir deinen kleinen belgischen Arsch auf. Wir sehen uns bei der Amazing Voice Show, Schlampe. Nicht schießen bitte, nicht schießen. Charles, entschuldige. Hallo Ecki. Hallo Merat. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, einige Fragen zu deinem Synchronarbeiten zu beantworten. Ja, das mache ich sehr gern. Nicht häufig, aber sehr gern. Vor allen Dingen in der schönen Stadt Köln. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Jupp. Wie wurdest du Synchronschauspieler? Wie wurde ich Synchronschauspieler? Wir zogen 1967 nach München. Und wir haben uns schon als Kinder, als wir noch in Hannover und Düsseldorf gelebt haben, unser Taschengeld aufgebessert mit Werbeaufnahmen, weil mein Vater war in einer leitenden Funktion eines großen Warenhauskonzerns und unser Nachbar war der Werbechef. Und wir haben uns also seit mein kleiner Bruder und ich seit unserem 10. Lebensjahr an Geld mit Werbefotos verdient. Und als wir nach München kamen, wollten wir es weitermachen, sind zum Künstlerdienst gegangen. Ich war damals 13. Und die haben eben vermittelt. Also aber erstmal für Werbefotos. Und da wurden wir eines Tages aber zu einem Casting gebeten und da war eine Kinderagentin, Tamara von Neusser, die hatte Sascha Hehn, Jan Köster, so all die Jungs, wie sie heute da sind. Und die sagte, sag mal, du hast so eine interessante Stimme, schon so ein bisschen belegt, wie alt bist du? Und da sage ich, ich bin ja eigentlich gar nicht hier, ich begleite meinen kleinen Bruder. Und er sagte, nee, komm mal mit. Und dann bin ich ins Synchronstudio gegangen und dann sagte sie, hier, da ist ein Take, sprich den doch mal. Und von da an war die Karriere nicht mehr aufzuhalten. Und so habe ich mich dann neben der Schule dann auch, und habe dann relativ schnell das Drehen angefangen. In der Bavaria in tollen WDR-Produktionen und mit den Amerikanern dann mit 15. Und das ging einfach, ich bin einfach wie Jungfrau zum Kind. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ich wollte eigentlich nie Schauspieler werden. Ich wollte, mit 10 hatte ich meine erste Kasper-Theater-eigene Bühne. Die habe ich in der Garage aufgebaut und habe dann 20 Pfennig kassiert und habe dann da die Stücke gespielt. Schauspielerei bin ich nur, weil wenig Aufwand, viel Geld. Also brodelte nie in mir, da ich sage, oh, ich habe der Welt was zu sagen. Und dann später aber in der Schule, Schultheater, das machte schon Spaß. Und dann die relativ frühen Einsätze, Film, Fernsehen, haben dann gesagt, ey, da musst du nicht viel können, da musst du einfach dein Gesicht und deinen Text auswendig mal lernen und dann läuft das schon irgendwie. Und das läuft jetzt nur seit 45 Jahren so. Hab aber auch Theater gespielt auf Tournee, also mit der Medea und mit den Fliegen. Und als ich 19 war, war ich auf Theatertournee mit dem großen Ernst Fritz Fürbringer, der damals Lehrer auf der Falkenberg-Schule war, also einer der renommiertesten Schauspielschulen Deutschlands, des deutschsprachigen Raums. Und dem habe ich gesagt, sag mal, Efri, beim Spazieren, soll ich mal auf die Schauspielschule gehen? Sagt er, nee, mach Quatsch, die machen dich nur kaputt, mach weiter so. Und so habe ich dann weitergemacht ohne Schauspielausbildung. Ich hatte das Glück, dass ich in unserer Familie Hochdeutsch gesprochen wurde. Das heißt, ich musste keinen Dialekt ablegen oder sonst irgendwas. Wie weit lässt sich auf die Figur ein, die du spielst? So, wie es die Figur verdient. Also, wenn es ein Arschloch ist, dann wird er als Arschloch bedient, wenn er gut ist, wenn er dazwischen drin. Also eben, ich meine, wir sind ja nur Diener der Schauspieler, also die wir synchronisieren. Und da mache ich nichts anders oder nichts besser oder schlechter. Ich versuche natürlich, dem gerecht zu werden, was der Schauspieler von mir verlangt. Was, sagen wir, bei Realschauspielern ganz relativ leicht ist. Bei so Anime-Gedöns, da gehen dann die Meinungen manchmal auseinander. Das ist nicht so mein Fall. Hm. Warum ist es nicht so dein Fall? Ja, weil ich bin mit Mickey Mouse und Fix und Foxy und Sigurd und also diesen kleinen Heftchen groß geworden. Und als das dann alles so von plötzlich aus Japan gezeichnet ankam, das fing dann mit Heidi an und so. Und das war alles so, ja, so leblos. Und dann die ganze Manga-Geschichte, die habe ich dann gar nicht mehr verstanden. Aber da war ich dann auch aus dem Alter raus. Was hältst du von Steven Seagal und was gefällt dir am meisten, wenn du ihn sprichst? Jetzt spreche ich ihn seit, glaube ich, 1999 mit ein oder zwei Unterbrechungen. Er ist einfach eine so extrem coole Sau. Und ich
weiß, und er ärgert mich auch, weil er mittlerweile immer die Texte abliest. Das heißt, ich stehe mit diesen riesenlangen Texten da. Er im, aber im Bild fängt an zu reden und erklärt dann den Bau der Atombombe. Aber im Off, was liest er ab? Ich muss das dann, aber und kommt wieder ins On und geht wieder ins Off. Und ich muss den ganzen Sermon dann aber synchron hinkriegen, wenn er wieder ins On kommt. Ansonsten finde ich den toll. Klaster, der hatte mal eine Zeit, da war er sehr korpulent. Da wurden in den ganzen Filmen die ganzen Action-Szenen in Slow-Mo gedreht. Da flog also 32 Mal der gleiche Typ über die Theke. Aber jetzt, seit bei seinem letzten Film, oder die letzten zwei Filme, muss ich sagen, hat er wieder ein bisschen abgenommen. Und jetzt ist auch die Slow-Mo weg, also die Slow-Motion. Und jetzt kämpft er wieder und er kann kämpfen. Gibt es einen Lieblingsfilm von ihm? Am besten war er in, da habe ich ihn aber noch nicht gesprochen, da hatten der Kurti Goldstein, und nachdem der verstorben ist, hat man mir das angeboten, Alarmstufe Rot. Das war einfach, da habe ich ja noch seinen Gegenspieler gesprochen. Hm. Gary Busey. Ja, ja, genau, genau. Ja, nein, also ich mag den, weil der ist so straight und der hat immer eine Message, der ist, man wirft, kann ihm ja vieles vorwerfen. Was ich so faszinierend an ihm finde, er dreht wahnsinnig viel so im Ostblock, spricht aber eigentlich kein Wort Russisch. Aber was er perfekt kann, und das hatte ich in zwei Filmen, musste ich ihn, hat er Japanisch gesprochen, und er spricht fließend Japanisch mit südjapanischem Akzent, weil er war 10 Jahre mit einer Japanerin verheiratet, und da sagte auch meine Coachin, die mir das vorgesprochen hat, und ich habe es mir in Lautschrift aufgeschrieben und dann darauf synchronisiert, die sagte, der ist fabelhaft, der ist toll, und Japanisch macht auch richtig Spaß zu synchronisieren. Wir machen eine kleine Pause. Es kommen die nackten Mädchen. Ja, bitte. Hallo? Nein, Herr Bell. Ja, kommen Sie bitte rein. Auch mit einem französischen Akzent ist das wunderbar. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, wir machen nur ein kleines Interview. Und dann, guck mal. Ach, das ist der wunderbar versprochene Rioja. Ein Solace, wunderbar. Das ist ganz reizend von Ihnen. Den werde ich nach dem Interview dann genießen. Oh, oui. Aber richtig. So. Fein. Spaß. Vielen, vielen Dank. Au revoir. Wir sehen uns. Ich bin ja 2 Tage hier. Ciao. Ciao. Was für eine Unterbrechung. Das war aber sehr nett. Eine entzückende Dame, die mir eine versprochene Flasche spanischen Rotwein gebracht hat, den ich jetzt gleich auch, bevor wir zum Abendessen gehen, öffnen werde. Hey, cool. Ja, danke. Das passiert auch nicht so oft. Was hältst du von Eric Roberts und was gefällt dir am meisten, wenn du ihn sprichst? Oh, Eric Roberts ist so ein Fall für sich. Also, wenn man auf IMDb, also auf der International Movie Database guckt, dreht er so ungefähr gefühlte 80 Filme im Jahr. Die meisten kommen erst gar nicht nach Europa. Aber ich finde es toll, dass so, er hat immer nur so einen Drehtag. Und dann heißt es auch manchmal eben für 10 Takes mal schnell nach Berlin fliegen und die da zu sprechen. Dann kriegst du eine Tagesgage, ist wunderbar, bist eine Stunde im Studio und bist 2,5 Stunden in der Luft oder 1,5 Stunden, wie auch immer. Und er spielt halt, ich glaube, so wie er auch privat ist. Immer ein bisschen besoffen, immer ein bisschen verkokst, immer ein bisschen neben der Kappe. Und ich glaube, der dreht, meine Vermutung, ich kenne ihn ja nicht und werde ihn auch sicherlich nie persönlich kennenlernen, dass der sagt, ich muss meine Miete bezahlen, mach mal schnell einen Film. Und dann knallen sie ihm aber, weil er scheinbar als Schwester, als Bruder von der Julia einfach so auf dieser Roberts-Welle mitreitet. Ich habe ihn ja auch in diesem deutschen Spielfilm Das Kind gesprochen. Heikel, aber da hat er, ja, manchen hat er gefallen, manchen nicht, also ihn in seiner Darstellung der Rolle, aber es war mutig von dem deutschen Produzenten, das zu machen. Ansonsten freue ich mich immer, ich freue mich über jeden Schauspieler, den ich synchronisieren kann, wenn das Buch stimmt, und damit muss ich ja auch meine Familie ernähren. Und die ist vielköpfig. Was hältst du von Kevin Sorbo und was gefällt dir am meisten, wenn du ihn sprichst, besonders in der Serie Herkules? Naja, das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her. Und gerade mit Kevin Sorbo verbindet mich also einiges, weil es kamen mir zuerst, glaube ich, 2 oder 3 90-Minüter. Und da habe ich gesagt, warum muss ich diesen Honk sprechen?
der ist ja grauenhaft, der kann sich ja gar nicht bewegen. Und wir sagten, ja, jetzt hast du es gesprochen, jetzt kommt eine Serie mit über 100 Folgen. Und bei Kevin Sorbo, der ja auch mal ein Jahr in München gelebt hat und da wie Arnold Schwarzenegger ein bisschen Bodybuilding, ein bisschen Werbung gemacht hat. Und das erste Mal ist er aufgefallen bei dem Jack Daniels. Jim Beam. Das ist kein Jim Beam. Da habe ich noch nicht gesprochen. Aber bei dem hat man über die vielen 3-4 Jahre, die ich den synchronisiert habe, einfach gesehen, wie der von Folge zu Folge ein besserer Schauspieler wurde, weil er sich freispielt, der Humor und so. Und dann habe ich ihn, als Herkules zu Ende war, hatte ich durch Zufall mehrere Filme, in denen ich Regie geführt habe, Synchronregie, habe ich mich natürlich gleich sofort drauf besetzt. In Andromeda hat ihn ein Berliner Kollege auch fabelhaft gesprochen. Aber das ist halt so, das kann, jetzt sind wieder 3 Sorbo-Filme, ich war für einen Sorbo-Film in Berlin, 3 Sorbo-Filme in Köln gemacht worden. Und da habe ich ihn nicht gesprochen. Da spricht niemand anders, aber okay, er ist jetzt auch nicht so, ich habe jetzt nicht so diese Weltstars, die ich da spreche. Also ich meine, Steven Seagal ist ein Weltstar, nicht im Kino, aber auf DVD. Der Mann ist jeden Cent wert, den man ihm bezahlt, weil du kannst Shakespeare synchronisiert haben, du kannst Herkules, irgendwas kannst du synchronisiert haben. Du gehst mit der normalen Stimme, die jetzt heute, weil wir heute schon viel gequatscht haben, ein bisschen hin. Und dann erstarren oft Leute. Und ich sage auch wirklich, sehr viele junge Männer mit Migrationshintergrund, und das ist nicht bewertend, die erstarren und sagen, ihre Stimme. Und dann sage ich, ja, meine Stimme. Woher kenne ich die? Und dann sage ich, ich habe schon Shakespeare synchronisiert und das. Und dann als letztes sage ich dann, und dann Steven Seagal. Dann aufreißen und plötzlich geht diese Faszination Kevin Sorbo plötzlich auf mich, obwohl ich, weiß Gott, kein Fighter bin und jeder Schlägerei aus dem Weg gegangen bin, außer es ging gar nicht zu verhindern. Aber als ich noch in Schlägereien verwickelt war oder Raufereien, da ging das halt Magenschwinger auf den Boden und dann war Ende. Heute geht es ja so richtig zur Sache, also wie gesagt. Aber plötzlich heben die dich so hoch und deswegen macht mir das auch sehr viel Freude. Du kannst manchmal ja diese Stimme auch einsetzen. Also beispielsweise, wenn du dich bedroht fühlst, da steht so ein Schrank vor dir. Da kannst du natürlich sagen, entschuldigen Sie bitte, ich will jetzt also nicht keinen Stress. Oder sagst, weißt du was, mein Junge, willst du Stress haben? Du bist zwar 2 Meter groß, aber ich reiß dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Also so, 2-mal ist mir das geglückt. Nicht mit dem blöden Spruch, der ist aus irgendeinem Film. Aber da kannst du die Stimme dann schon so als Schutzmechanismus einsetzen. Weil die müssen ja denken, die Stimme, was hat der schon alles erlebt? Und so, dabei ist das nichts weiter als 50 Rothändler am Tag und 30 Jahre lang gute Alkoholiker, bis ich dann vor 10 Jahren gesagt habe, jetzt machen wir es da nicht mehr. Kannst du dich mit einem der eben genannten Schauspieler identifizieren? In dem Moment, wenn ich im Studio bin und in die gleiche Rolle schlüpfe, in die er schlüpft, dann bin ich als Schauspieler sogar verpflichtet dazu, da hineinzuschlüpfen. Also ich meine, ich werde, wenn ich jetzt einen Killer, einen Massenmörder spreche, habe ich nicht plötzlich das Massenmörder-Gen in mir, sondern ich drücke das ja nur stimmlich aus. Aber identifiziere, das sind ja immer auch nur Rollen, die spielen. Und was Schauspieler so neben ihren Rollen machen, das interessiert mich, ich kenne die meisten gar nicht. Also ich interessiere mich auch nicht, ich bin beispielsweise überhaupt kein Fan von irgendeinem Schauspieler. Ich liebe Filme. Aber da ich sagen würde, ich muss jetzt mehr über das Leben von Brad Pitt oder von all den irgendeinen anderen Nasen, das ist genau wie mit Musikern. Mich interessiert nur Musik, aber kein Musiker oder keine Band. Ich kenne 1000 Lieder und ich finde immer wieder neue aus den 70ern, 80ern, aus den 60ern auch. Also die Leute interessieren mich nur, wenn der Film gut ist oder wenn er eine Herausforderung für mich ist. Da gibt es viele französische Schauspieler, die ich liebe. Aber wie gesagt, in ihren Rollen, den Bakri beispielsweise, den ich also 4-mal gesprochen habe, der also aus einer belgisch-französischen Gruppe kommt, die machen also die verrücktesten Filme. Den finde ich dann schon toll, aber dann lese ich einmal in Wikipedia, wann er geboren ist und so, und dann reicht es aber auch. Also ich interessiere mich nicht für die Schauspieler, also persönlich für den Werdegang oder wo der geboren ist oder wo der herkommt, wo der hingeht, ist mir vollkommen egal. Also ich bin kein Fan, weder Musiker noch Schauspieler, sondern ich bin Fan von guten Filmen. Natürlich ist man Fan seit Forrest Gump von Tom Hanks
und dieser großartigen Synchronisation. Aber auch da weiß ich nicht viel mehr. Ich wüsste nicht, wie alt er ist. Ich habe ihn ja selber zweimal gesprochen, einmal in Radio Flyer und einmal, weil Arne Elsholz keinen Bock hatte, in Eine Klasse für sich, diesen Film über die Basketball League während des Zweiten Weltkrieges, wo nur die Frauen gespielt haben. War es Basketball oder was? Ja, irgendwas, irgendeine Sportart. Aber da habe ich einen Arne vorher gefragt und er hat gesagt, Arne, okay, sprech den. Ich komme mit dem Supervisor nicht zurecht und bin dann, wir hatten damals eine Wohnung in der Nähe von Kitzbühel und bin dann extra so ad hoc sofort nach München gefahren, habe dann in den 3 Tagen synchronisiert. Aber mich interessiert sein Privatleben nicht und weil der interessiert sich auch nicht für mein Privatleben. Und das ist gut so. Gab es beim Synchron sowohl positive als auch negative Erfahrungen? Positiv war immer, wenn man was lernen konnte. Und negative Erfahrungen nicht. Also ich bin noch nie wirklich umbesetzt worden. Man kann ja nur mit Menschen positive oder negative Erfahrungen machen und da setze ich mich dann schon durch. Also nee, ich habe eigentlich, es gibt eine negative Entwicklung, ist die, früher standen wir teilweise bis zu 5 zu 6 vom Mikrofon. Heute stehen wir allein da, werden geixt und du siehst keine Kollegen mehr, sondern stehst den ganzen Tag da oder einen halben Tag, morgens am nächsten Tag nochmal einen halben Tag. Das ist die negative Seite, die durch die Technik einfach möglich geworden ist. Aber die Leute sprechen nicht mehr miteinander. Ich bestehe dann oft darauf, dass ich auch, wenn der andere Kollege, mit dem ich im Dialog bin, dem will ich erst mal hören, was er gesprochen hat, wie er es ausgedrückt hat, damit ich auch richtig antworten kann. Aber es ist ein einsamer Job geworden. Man hat seine Kötterin, die man natürlich immer liebt, seinen Regisseur mag man auch, seinen Tonmeister auch. Es ist ein tolles Arbeiten, aber früher waren wir halt 6, 7 Tage die Woche, meistens zu 10, zu 15 in irgendwelchen Studios, saßen zusammen bis morgens 2 Uhr und um 9 Uhr standen wir wieder vor dem Mikro. Und das ist halt alles vorbei, ist alles so ein einsames Raff-Raff-Raff-Gier-Gier-Gier-Geschäft geworden. Aber mein Gott, ich habe ja die tollen Zeiten noch erlebt und deswegen ist es auch für die jungen Schauspieler heute so schwierig. Wir hatten noch ganz große Lehrmeister, so Günther Sauer, Erich Ebert. Das waren tolle Synchronregisseure, die einem auch was beigebracht haben. Wenn ich heute Regie mache, kann ich zwar einem jungen Sprecher helfen, aber eigentlich soll der Regisseur ihn nur auf den Weg und der soll von dem Sprecher, der neben ihm ist, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der soll das abnehmen und der soll dem zuhören und dann eine richtige Antwort geben. Deswegen, wie gesagt, haben wir so kleine Synchronmaschinengewehre heute da, die alle, die knallen dir 250 Takes am Vormittag weg. Nur klingt es auch so scheiße. Und es, weil einfach nicht mehr zusammengesprochen wird. Und nur gute Regisseure bestehen darauf, dass man zu zweit oder zu dritt da ist, dass man sich den Film vorher auch mal anguckt. Wobei ich das nicht mag eigentlich, aber manchmal muss man es halt machen. Also aber negative, so menschliche Art überhaupt nicht. Ich habe vor allen Dingen es immer so gehalten, never fuck the business. Nie ein Verhältnis in der Branche gehabt, weder mit Regie, noch mit Kötterin, noch mit einer Schauspielerkollegin, never. Weil man begegnet sich immer wieder und es gibt tragische Beispiele von Beziehungen, die sich dann noch 10 Jahre jeden Tag trotzdem im Studio sehen und sich die Augen ausheulen, furchtbar. Da kann ich mir eigentlich die Frage schenken, wie du den Stand der deutschen Synchronbranche siehst. Naja, es boomt wie verrückt. Wir haben Netflix, wir haben Amazon, wir haben Ding. Es ist nur einfach so, der Zeitdruck, unter dem heute synchronisiert werden muss. Also weil ja die Synchronisation 2 Wochen später nach dem Originalstart stattfinden muss. Und da bleibt irrsinnig viel Qualität auf der Strecke. Und jeder Honk darf heute Buch und Regie machen. Da gibt es Redaktionen, ja, die gehen 5 Tage, nachdem du die Synchronisation abgeliefert hast, lesen die erstmal die Bücher durch. Und so, weil einfach, es fehlt an sehr vielen kompetenten Leuten. Es gibt Companies, wo es toll ist. Also die großen Verleiher, ob das Disney, Columbia, Warner, die sind großartig. Aber es gibt eben dann eben so neu entstandene Redaktionen, die kommen dann teilweise vom Originaldreh. Disney ist auch eine tolle Firma, wenn du die großen Filme machst. Aber es gibt halt auch, das ist ein richtiger Beruf, den man lernt. Früher hatten wir ZDF-Redakteure bei der Synchronisation dabei. Mit denen konntest du auch stundenlang noch unterhalten. Das waren promovierte Germanisten, also es waren tolle Leute. Und heute hast du so 22-jährige Supervisor, die vielleicht auch noch Manga-Fans sind und jetzt eine Manga-Serie betreuen.
Ja, das ist... Nein, natürlich nicht. Ja. Das ist, ich weiß, ich erinnere mich beispielsweise, wir haben das Fanprojekt gemacht, die Inuyasha-Spielfilme. Die wurden übers Internet von ganz Deutschland wurden die getextet. Also mehrere Leute, die Japanologie studiert haben und Manga-Fans waren. Und ich hatte dann so als Berater einen etwas komponenten jungen Mann neben mir, der darauf bestand, dass der in jedem zweiten Text immer Scheiße sagt. Da habe ich gesagt, lass ihn was anderes sagen. Aber im Japanischen sagt er das doch so. Dann sage ich, ob das die Japsen-Penner machen, ist doch scheißegal. Und dann waren wir tatsächlich auch zur Premiere von zwei Filmen aufeinander. Und ich habe mich richtig geschämt, da ich mich nicht durchgesetzt habe. Ich sage, egal, der Kunde der zahlt, schafft an. Wir haben eine ständige Regiegage gehabt. Und es war eine Katastrophe. Und das ist halt so, was mich dann auch so an diesem, ja, Inuyasha und die Serie, da habe ich auch ja einige Staffeln Regie gemacht. Nicht Staffelfolgen, ich weiß nicht, 40, 50 oder wie One Piece. Da sehe ich mich dann eher oder habe mich da gesehen eher als so Unterhalter. Die Jungs wie Dominik Auer, Inuyasha oder Daniel Schlauch oder die ganzen, die kannten ihre Rollen viel besser als ich. Ich habe hinten in der Regie gesessen, habe für gute Laune gesorgt und die mussten dann nächster Take, die hatten das alle drauf, die liebten auch ihre Rollen. Steffi Kellner oder wie sie alle heißen. Da bist du dann nur da, um für Ruhe zu sorgen, konzentrieren und sagen, so jetzt machen wir mal eine Pause, wir wollen ja keine Weltrekorde aufstellen und 60 Takes in der Stunde oder 70 oder 80 oder 90, das hat sich ja dieser Wahnsinn durchgesetzt, dass man damit angibt, dass man 80 Takes in der Stunde spricht. Den Rekord haben Christian Tramitz, Florian Halm und ich noch mit Perfo und Schmalband und einer U-Matic mit 105 Takes Saber Rider in einer Stunde. Und da kommen selbst die Jungs heute nicht ran. Mit Elektronik, wo alles. Und wir noch richtig mit Heavy und den kann man, wird man eh nicht brechen. Da kam weinend um die Aufnahmeleiter um 9:55 ins Studio und sagte, schafft ihr es denn bis zur Mittagspause? Ich sage, wir haben Mittag. Da hatten wir das Vormittagsprogramm nach, was weiß ich, einer Stunde, 10 Minuten, hatten wir dann durchgehauen. Wer sind deine Vorbilder? Du meinst berufliche Art? Mhm. Alle tot. Ich habe Lehrmeister gehabt. Also wie gesagt, Günther Sauer, auch der Alte von Molo. Da sind die Sätze hängen geblieben oder Regisseurin Mina Kindl. Also das sind, aber Vorbilder, na, Vorbilder heißt ja, ich will das wie der machen. Ich will das auf meine Tour machen. Also Vorbilder sind, habe ich keine in der Film- oder Synchronbranche. Ich habe Vorbilder, gute Geschäftsleute, also gute Leute, die gut ihre Synchronfirmen leiten und fair sind. Menschliche Vorbilder, da gibt es sicherlich einige, also das ist so, da sind aber viele in Auschwitz gelandet, das war auch nicht so lustig. Es gibt in meinem Facebook-Profil, das nicht öffentlich ist, den einen Satz, alles was groß und weltstädtisch an Berlin war, ging entweder nach New York oder nach Auschwitz. Also es gibt so einige, so Wissenschaftler und Künstler, ja, große Maler sicherlich, aber wie gesagt, mit der Branche hat das nichts zu tun. Ich durfte Paul Newman kennenlernen in Rom, habe ihm die Hand geschüttelt und wir haben die Italien-Premiere von Butch Cassidy und Sundance Kid, haben wir uns damals angeschaut. Das war dann schon so ein aber das ist dann auch irgendwann vorbei. Vorbild, jeder muss sich selber zum Vorbild machen. Also vielleicht könnte Jesus Christus mein Vorbild sein, ich weiß es nicht, aber der Idiot hat sich ja ans Kreuz schlagen lassen, der Trottel. In dem Fall. Und dann auch von den eigenen Leuten. Ja. Hast du eine Traumrolle? Jede Rolle ist für mich in dem Moment, wenn ich vor dem Mikrofon stehe, eine Traumrolle. Ob es drei Sätze sind als Richter, weil ich gerade im Nebenstudio das mache, weil der Traum ist an der Kasse, wenn bezahlt wird. Nein, aber es gibt ich habe viele Traumrollen gesprochen. Das habe ich dann aber erst vielleicht beim Synchron gemerkt, wo ich sage, oh Scheiße, ist das gut. Das ist ja richtig cool. Und dann bin ich auch so frei und sage, ey Alter, lass mich das bitte nochmal machen. Ich kann das vielleicht besser. Dann sind meistens die Regisseure beleidigt. Wieso? Traust du mir nicht zu? Ich sage, gib mir doch die Chance. Und dann sagen sie meistens, nee, ich nehme doch meine Aufnahme. Aber trotzdem, ich habe zumindest mal so mich durchgesetzt, dass ich den Take nochmal sprechen durfte.
Aber ansonsten bin ich ein extrem pflegeleichter Sprecher. Ich sage, Kötterin, wird, wenn die okay, ihr okay gibt, wenn der Tonmeister das okay gibt, wenn die Regie das okay gibt, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann bitte ich auch manchmal darum, dass ich es nochmal machen darf. Also nicht den ganzen Film, sondern ein, zwei Sätze oder mal ein Laut oder sonst irgendwas. Hast du einen Lieblingsfilm? Ja, da habe ich ein paar. Also da ist auf jeden Fall Forrest Gump dabei. Aber da sind auch Filme wie Brücke von Remagen. Könnte ich jetzt alle. Es gibt so viele, die dann aber einen über die Jahrzehnte begleitet haben, die einfach jetzt gar nicht mehr so präsent sind, sondern wo du immer, wenn der Film wieder läuft im Fernsehen, nachts oder morgens oder wann auch immer, und du bleibst hängen. Also Titanic gehört nicht dazu. Aber das sind alles so Filme, sag mal, die von deiner Generation sicherlich nicht kennt, außer vielleicht Forrest Gump oder Feld der Ehre. Oder ich mag schon auch sehr gern so gut, böse, Helden, keine Helden. Feigling wird zum Held. Oder Held wird demontiert. Also so relativ einfach gestrickte Sachen mag ich sehr gern. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, die du synchronisiert hast? Ja, das dürfte schon, also wie gesagt, wir sind schon bei Herkules, weil ich da die tolle Entwicklung von Kevin Sorbo zum Schauspieler erleben durfte. Dann natürlich der Riesenspaß, als wir das okay bekamen von Tele5 aus Saber Rider, das zu machen, was wir wollten. Und das Gleiche haben wir später dann mit Arne Elsholz zusammen und dem Regisseur Friedrich Schley mit der Serie Renegade gemacht. Da waren Lorenzo Lamas, den ich gesprochen habe, und so ein Indianer. Und da haben wir extra von Leo Kirch und ein toller Mann, den ich kennenlernen durfte, der auch öfter uns im Studio besucht hat, wenn wir gerade mal am Wochenende gearbeitet haben, hat er immer gearbeitet, das okay bekam, diese etwas langweilige Serie mit Sprüchen aufzupeppen. Und das war auch richtig cool. Und da hatten wir noch Hardcast, Hardball hieß das. Da habe ich es auch mit dem Friedrich Schley zusammen gemacht. Da habe ich das mit Fred Klaus zusammen synchronisiert. Und da haben wir auch richtig auf die Kacke hauen können. Saber Rider. Und ich meine, ich habe auch gern den Chef synchronisiert. Oder die erste Staffel von Der Rote Blitz. Oder Hulk. Das sind alle, die wir in den 70ern gemacht haben. Das waren die ersten großen Serien, die wir gemacht haben. Die waren einfach, das war Riesenspaß. Also das kann man sich heute vermutlich gar nicht mehr angucken. Aber für unsere damaligen Verhältnisse war das irrsinnig. Was unternimmst du in deiner Freizeit? Ich liege faul rum und mache ich. Also mittlerweile, seit dem Beinbruch, ist sportlich sehr eingeschränkt. Ich habe viele Jahre jeden Morgen war ich beim Schwimmen, aber irgendwie finde ich das jetzt extrem langweilig und bin ein absoluter Couch-Potato. Mal vielleicht zum Griechen laufen, auf ein Gläschen Wein und so. Aber zur Missbilligung meiner Frau bin ich ein richtig fauler Sack. Am liebsten vor dem Fernseher einpennt. Hast du einen Tipp für den aufstrebenden Nachwuchs im Bereich Synchron, Schauspielerei? Ja, die Mädchen und Jungs haben es sehr, sehr viel schwerer, weil sie eben nicht lernen können. Weil sie eben keine älteren Kollegen mehr neben sich stehen haben. Und wenn sie das Pech haben, auch noch einen Arsch als Regisseur zu haben, dann verzweifelt man leicht. Aufstrebender Nachwuchs sollte sich nicht zu schade sein, sich auch mal 2 Tage oder 3 Tage 12 Stunden hinten in die Regie reinzusetzen und zuzuhören. Nur zuzuhören. Manche, wie viele Leute habe ich denn da schon durchgeschleust durch meine Regiekabine, die dann sagten, nach einer Stunde, das ist interessant, vielen Dank, dann wollte ich nur mal gucken und melden sich dann gleich bei der Aufnahmeleitung, ich will auch Synchronsprecher werden. Das ist nicht der richtige Weg, sondern sie müssen kleine anfangen, so wie wir beispielsweise damals mit den Live-Hörspielen angefangen haben. Da waren junge Leute dabei, die standen auch nie auf einer Bühne. Und jetzt standen sie das erste Mal live vor Publikum und haben sich freigesprochen. Und ansonsten auf die Erwachsenen hören. Und nicht überheblich, sondern eben sich wirklich, und sei es 2 Wochen,
nach hinten zu setzen, zu bitten, darf ich bei einer Serie 2 Wochen einfach mal zuhören. Dann hörst du 30, 40 Sprecher vielleicht, wie die es machen. Und dann kannst du dir überlegen, wie würdest du es aussprechen oder wie würdest du das anlegen und so. Zuhören, lernen, umsetzen und dann ins kalte Wasser springen. Keine Sache, die man, das kannst du auch nur Learning by Doing machen. Man kann das in keinem Seminar lernen. Da werden zwar Seminare angeboten, alles Kokolores. Ich kenne nur 2 Sprecherinnen, die aus so einem Seminar rauskamen, die wirkliche Stars geworden sind. Aber die hatten es einfach sowieso schon drauf. Die Kerle, die wir als Kinder angefangen haben, Flo Halm, Martin Halm, alle oder als Jugendliche, ich bin ja relativ spät als Jugendliche erst eingestiegen, die haben es halt von den anderen gelernt. Aber heute haben das die jungen Leute ganz schwer. Möchtest du deinen Fans zum Abschluss noch etwas mitteilen? Ich habe Fans? Das glaube ich nicht. Also meine Schauspieler, die ich spreche und denen ich die Möglichkeit gebe, dass man glaubt, sie könnten Deutsch sprechen, die haben Fans. Was ich denen sagen möchte ist, haut rein. Schaut weiter, Deutsch auf Deutsch, hört auf mit dem Quatsch, euch Serien im Original anzugucken. Ihr kapiert eher nur 20% von dem, was die da sagen. Andererseits könnt ihr euch das 20 Mal angucken und Google-Übersetzungen, aber sollen froh sein, dass bei uns in Deutschland synchronisiert wird. Der berühmte Konrad von Molo hat gesagt, die Synchronisation ist die deutsche Rache an den Alliierten. Weil nach 45 hätten die ganz gern gehabt, dass die deutsche Sprache auch untergeht. Und wir haben aber synchronisiert. Mit teilweise schrecklichem Ergebnis in den 40er und 50er Jahren. Aber so konnten wir unsere Sprache behalten und konnten trotzdem unseren Wissensdurst nach 10 Jahren Nazi-Diktatur stillen und konnten am internationalen Film teilhaben. Und das ist gut so. Und Englisch könnt ihr in der Schule lernen oder sonst wo. Aber nicht auf Englisch, sich die Serie angucken und sagen, ich habe alles verstanden. Und bei jedem dritten Wort glauben, es wäre ein Fremdwort. Also, das sage ich meinen Fans. Sollte ich überhaupt welche haben. Meine Frau ist mein Fan. Manchmal. Dankeschön, Ecki. Bitteschön, mein Lieber. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Und du kennst meine Kontonummer. Oh ja, gerne. Nee, war nett, muss ich sagen. Und jetzt trinken wir Schlucken Wein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Lust auf weitere Interviews hast, klick auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald im nächsten Interview. Euer Merat.